Na, das sieht gar nicht mal schlecht aus. Ein 1 gegen 2 für Dings. Ah, muss gegen Pride ran, gegen Evo. Und das schafft er nicht mehr. Also, wieder Cat mit der Qual der Wahl. Stay oder Switch. Und wieder geht's bei Cat auf den Start auf der City-Side. Also, vielleicht wieder ein schwieriges Verfahren für Wolfgaming. Auf der G-Side in den ersten Runden da ein bisschen den Vorsprung aufzubauen. Und wir schauen mal rein, was die erste Pistol-Round so bringt. Wir sehen Doppel-Smoke, Doppel-Flash mit Doppel-P250 bei Boss Gaming. Dreimal Kevlar dazu, Cat Rocks mit viermal Kevlar. Tyler, ja, kauft gar nichts rein. Und sie pushen schon offensiv die Mitte durch. Oh, das ist bitter. Boss nö. Bleibt der erste Smoke Richtung A-Spot. Hinten steht Aimer defensiv. Hier kommen die ersten beiden Smoke-Fit, liegen Richtung Stairs, Richtung Connector. Aimer mit einer ersten Infos, die oben rauslaufen. Kampfslam keinen Shot drauf, bin zum Backstep. Wir sind Richtung T-Spawn gebackstep und das ist problematisch. Tyler hinten im CT, kann erstmal keinen Schein setzen, auch Evo ist raus. Oh, Pride und Hackhoff müssen jetzt delivern. Und das ist entsprechend tricky. H2 gegen 5, ohne Kit. Na, schon mit dem Spot rein. Pride mit einem ersten wichtigen Trade. Jungle steht, gibt einen zweiten Headshot, aber noch keinen dritten. Und das war's dann. 1-0 Führung für Boss Gaming nach einem starken Pistol Round. Doppel P250, Doppel Smoke, Doppel Flash. Wir sehen die Pistol-Eke-Round bei Cat mit einem Doppel-Deagle. Wenigstens ein bisschen was, was man da vielleicht rausholen kann. Ja, Tyler mit der oben offensiv. Und der erste wäre draußen. Ein bisschen schade haben sie angerichtet. 50 bei Ete, 60 bei Freakmaster. Oh, Aimer. Unten was in Richtung Rampe. Bombplant ist durch. Und Pride, Evo, Doppeldiegel. Tja, versuchen es noch hinten Richtung Kitchen, Richtung Underpass, irgendwie noch einen Exit-Track zu machen. Ah, Evo ist raus. Brickmaster auf 15, aber Pride weiß selbst, okay. Was mitnehmen, aber Chance bekommt er nicht mehr.
Sprite mit der Scout. Also investieren in die Rifles rein, die ersten, die man da hat. Macht schon mal guten Schaden. 34 bei Dings, 29 bei Freakmaster. Also stecken auch schon gut Damage ein. Und jetzt erst bekommt er einen ersten Anschuss mit. Aber auch nicht wirklich. 80. Allerdings nochmal dem wieder wichtigen Trade in der Mitte. Ah, wieder erfolgreich. Überzahl rausgespielt. Pride hinten im Connector. Tyler auf Short. Er soll die Infos holen. Na, gibt die nächsten Granaten raus. Eine erste Flash rein. Pride Richtung Stairs. Tyler für Long Distance den ersten Mal durchcrossen sehen. Gibt einen schönen Deagle Headshot. Wir haben Kit. Immer noch Smoke, Molotov, Flashes. Also durchaus Möglichkeiten. Doppelnet Richtung Spot. Dings. Ah, immer noch auf 34 an der Rampe. Bosni auf 90. Und da lässt Dings nichts mehr anbrennen. Keine Chance. Tja, Boss Game macht bislang einen richtig guten Job. Wenigstens in der Pistol Icaron konnte man im ersten Deagle Shot setzen bei Aimer. Noch einen zweiten bei Tyler und einen Underpass. Dings, Ete, Freakmaster. Oh, Tyler versucht es nochmal mit Pride in Kombination. Machen sie gut! Und die Chancen stehen gar nicht mal so schlecht, das noch zu gewinnen. Dings, Ete, Richtung Rampe, Palace, stehen hinten natürlich immer noch Pride und auch Aimer am CT im Jungle drin. Schaut nach oben mit der Scout in Richtung Apps rein. Wir lassen sie auf die Mitte und B schon durchpushen. Ne? Tyler, Evo, sie wissen, B sauber, Mitte sauber, also. Boss Gaming kann nur Richtung A-Spot gehen. Committen. Ete. Schöne Info. Pride gespottet. Gibt eine gerade Richtung CT-Spawn rein. Kann auch Richtung Connector. Pride raus. Aimer raus. Na, ah, Heck auf. Zurückgezogen. Der Bombplant ist durch. Molotov rein Richtung Spot. Schaut hinter die Smoke-Kante. Dings ist gesehen worden. Tyler hat einen Doppelkill. Und aus der Pistol Icaron raus. Ha? Gibt's dann endlich. Den ersten Erfolg für Commandos bei Deutschland. Mitte einfach rausgelaufen, schnappt sich Bright, schnappt sich Aimer Connector auf, aber sind Ladder oben drin, Tyler, keine Chance! Und das ist Peter jetzt, nach dem Erfolg in der ersten Pistol-Sparrunde, Cat Rocks, scheint es keine Anschlüsse zu geben. Evo, allein gelassen, M4, drei Granaten, Kit, Kevlar, hinten im Fußball. Oh, keine Chance, Ete sauber gemacht. Und wir investieren trotzdem nochmal. Ja, Hackhoff, Tyler, Evo mit drei Rifles, Doppel-Eagle für Aimer und Pride. Wieder Mitte schnell runter, Freakmaster. Ah, mal gucken, Richtung Connector schauen, Richtung Window, ob er vielleicht irgendwas sehen kann. Aimer defensiv im Connector selbst, wartet erstmal ab. Da
dann auf kurz offensiv. Ah, erster Titel ist raus. Nächstes gab es den ersten Trade für Hackoff. Oh, Freakmaster, schön gespottet. Guck Richtung Connector rein, steht jetzt Aimer. Close Distance, die Eagle schaut in Richtung Kurzcross. Oh, muss er aufpassen. Hackoff bekannt, Doppelbox. Granate kommt rein, 20 HP, hohe Flash raus. Hackoff, keine Chance. Und Evo. Evo allein. Keine Möglichkeit. Wieder Freakmaster mit 3. Die er dann eine Runde machen kann. Ah, Evo kommt bislang nicht rein. 0 Frags. Hackoff mit 1, 2 bei Aimer. Aber genauso wie Mosny und Monty. 0-2, also. Wir brauchen ein bisschen. Die nächste Pistoleko steht an. Eine Riesenfestige, Rampe offensiv gepusht. Ninja auf 13. Ah, kann nur 2 Frags setzen, bevor ein erster Deagle Trade kommt. Von Tyler im Connector. Gibt die erste AK für Evo. Welche zweite für Tyler? Aber weiß, dass da unten noch mehr stehen könnte. Ah, vielleicht kommt ja Pride noch schnell in Richtung Mitte nachgelaufen und kann da vielleicht ein bisschen mithelfen. Tyler jetzt die AK geschnappt. Bombe auf dem Baseball drauf. Wie es geplant hat. Tja, sie haben keinen Kevlar. Sie haben zwar eine Molotov, eine Flash, aber eigentlich keine Chance, den Retake zu meistern. Tyler, dann kommt nichts mit dazu. Tyler auf 15 HP runter. Ah, hält das Ganze gerade noch so. Irgendwie. Mit ein bisschen Glück dabei. 1-6 aus der Sicht von Kommando eSport Deutschland. Tja, Boss Game hat bislang einen richtig, richtig soliden Eindruck auf der Mirage T-Side. Lassen da fast nichts an, wenn dieser gegen diese eine Pistole ich nicht mehr verloren hat. Aber gegen die Byrons scheint man immer zu bestehen. Und jetzt gibt es zum ersten Mal das erste taktische Timeout. Was kann Cat Rocks umstellen? Was können sie anpassen, um hier endlich auf Mirage, den sie sich ausgesucht haben, auf der CT-Side zu starten? Ah, läuft nicht wirklich optimal. Bleibt im Default 2-1-2, wobei man die Mitte, jetzt mit allen fast 4 mal hält. Nur Hackoff pusht offensiv Pedals durch, schnappt sich erstmal Nete. Und der erste Vorteil sitzt. Aimer, Pride, im Connector drin. Freakmaster aimt Richtung Kurz in Richtung Smoke ab. Falls sich da irgendwas zeigt, Dings und ein Underpass. Mit dem ersten Blick in Richtung Connector selbst. Tyler erfolgreich, Dings. Oh, Liebe. Aimer kann nachhelfen. Monty, Bosny. Und das ist bitter jetzt. Ah, die taktische Pause scheint bei Cat Rocks durchaus gefruchtet zu haben. Bislang kein einziger Verlust auf der CT-Side in dieser Runde.
Versuchen's. Über die Rampe, über Palace. Einmal noch Hacker von unten Unterholz. Pride. Ah, Doppelbox hinten. Wieder Hacker verfolgt. Ein Boss, die versucht es gedoppelt. Am Ende sind es drei Fracks für Hacker. Tyler schön offensiv nachgepusht. Ah, hier kommt eine Granate hinterher. Ich sehe aber nichts mehr. Sie versuchen es gemeinsam zu viel in Richtung B-Side. Ah, und da muss ihr wohl jetzt aufpassen. Ah, hört die Steps, so weiß Bescheid. Lässt sie erstmal runterlaufen, kommt die erste Hilfe mit dazu von Tyler. Halten so ein bisschen Bank. Ah, Apps. Baumplant ist durch. Freakmaster wieder am Ausrasten, Doppelkill gesetzt, Monty mit dem dritten noch weg. Der Pistol Ekerons mit dem ersten Vorteil für Pride. Ah, Dings, piek nochmal nach, hoffentlich auf den ersten Trades. Oh, Evo hat Zeit zum Nachsetzen. Dings auf 30 runter. Uiuiuiuiui. Das sieht alles andere als gut aus gerade für Boss Gaming. Pride. Direkt raus. Schön mit der AK. Dings immer noch auf 30 an der Rampe unten. Und sie schieben. Versuchen schnell, 20 Sekunden. Aber auch Cat schiebt schon mit Pride, mit Tyler. Ah, hört die Steps, weiß, wo es hingeht. Oh, gibt den ersten Headshot. Tyler weiß Bescheid, sie schenkt links, rechts, aimen ab und wieder! Wieder ist es die Pistol Round, die bei Cat Rocks zum Erfolg führt. Tja, und jetzt haben wir ebenfalls den Soldat bei Boss Gaming, ja. Zum ersten Mal geht's hier ebenfalls in die Pistol Ekerond rein. Oh, Evo, offensiv, Doppel, Triple, Quad Kill, Freakmaster. Versuch's noch, schnappt sich wenigstens den ersten, wenn es keine Ace gibt. Trickmaster. Oh, die Granate. Die Granate ist alles. Drei Runden. Drei Runden Defizit und immer noch. Ah, gibt's keine sichere Halbzeitführung
der Boss Gaming. Ebenfalls Triple Kill und das gegen die Baron von Boss Game ist richtig stark. Versucht es gedoppelt. Keine Chance, werden beide instant denied. Die nächste Pistole kommt auf den an. Ah, immer wieder durch den Palace oben drauf. Schon Richtung Mitte. Nur noch Freakmaster. Nur noch Freakmaster. Ah, Freakmaster, das Springen in die Window. Schnappt sich jetzt Aimer. Schon mal eine erste M4 in die Hand spült, aber auf kurz. Und der lässt nichts mehr zu. Tja. Und weg ist sie, die Führung. Ganze 4 Runden am Stück, fast 5 in dieser kurzen Unterbrechung. Und der Ausgleich. Eigentlich gar nicht mal so abwegig für Cat Rocks. Bossgame mit AWP. 4 AKs. Flashes. Smokes. Granaten. Haben die Voraussetzung stimmen eigentlich? Mitte. Erstmal geflasht. Da müssen aufpassen. Wieder stehen sie im Connector mit Hackoff. Right im Window. Auf Kurzteile. Offensiv. Die Doppel-Off. Oh, Nuki hat da Glück, Teile davon zu kommen. Freakmaster braucht ein bisschen zu lange. Oh, Granate ist gut. Tyler mit 11 HP glücklich davongekommen. Warten trotzdem zu viel in Richtung Rampe, Richtung A-Spot. Evo. Ah, schnappt sich jetzt Freakmaster in der Mitte. Sie versuchen es. Nein, durch die Smoke. Hackoff schön abgewartet. Bitte, muss nie. Einzig für Unterzahl, 60 Sekunden, versucht in die Doppelbox. Prime mit 4 AP. Und piekt trotzdem nochmal mit der AWP nach. 7-7 Ausgleich. Also Cat Rocks schafft es doch noch, aus diesem 1-6 irgendwie rauszugehen. Ah, Doppel-AK, Triple-AK, eine Galil, Mac-10. Na, no, Evo. Tja, wir lassen nichts anbrennen. Wir lassen überhaupt nichts anbrennen. Dings, Bosnü. Versucht für Long Distance. Am Ende gibt es keinen einzigen, den ihn setzen können. Keinen einzigen. Und dementsprechend erfolgreich. 8-7 Halbzeit für Cat Rocks. Nach der ersten Hälfte auf Mirage. Das Ganze doch noch irgendwie umdrehen können.
zweite Pistol Rod. Na, ah, Catrox ebenfalls mit 4-5 Mann zusammen Richtung A-Spot. Hinten spielte. Oh, kommt direkt im Laufen den Headshot mit 4 AP angeschossen. Monty in den Seas, Bombet ist durch, sie pushen CT offen rein, Ether ist raus. Na, Monty. Und das ist nur noch Ivo reingelassen. Wow, auf die Closed ist und 1 gegen 3, aber 8 bei Dings, 4 bei Bosny. Bombe liegt bereits defused. Tja. Und das konnten sie nicht halten. Das konnten sie nicht halten, Catrox. Direkter Ausgleich. Ah, schaffen sie es anzuknüpfen? Dran zu bleiben ist die Frage. Gibt 4 Granaten Richtung Window rein, wo aktuell gar keiner steht. Schau, ich bin alle defensiv vom Connector auf dem Spot oder eben auf kurz. Brickmaster. Lässt sich ein bisschen Zeit. Ah, piekt spät nach, gibt die ersten Boosts in Richtung Window. Und Dings zieht sich erstmal zurück. Schnappt sich Aimer. Ach, Pride ist mit da. Teil Richtung B-Spot sneakt alleine. Connector, Connector, P250. Und nur noch Pride. Ja, Burst-Modus reicht gerade noch so für den Headshot. M4, aber ohne Käfer mit einer Flash in der Hand. A-Spot steht, Mitte steht, überall warten sie. Und die Bombe immer noch an den Connector. Raus, direkt Doppelkill für Tyler. Tyler zeigt wieder Qualitäten. Links Connector. Ah, ist offensiv abgesmoked worden. Könnte man unten trotzdem vielleicht Tyler sehen. Smoken nochmal nach. Und an der Rampe. Ah, versucht das Hacker vergeblich. Geht ebenfalls drauf gegen Ete. Na, wo die Bombe Richtung B-Spot zu bringen. Right, Evo zusammen, vielleicht noch ein bisschen lurken, ein bisschen faken. Wäre durchaus machbar. On Spot. Ah, steht Boss nie mit der MP9. Sie lassen sich Zeit. 50 Sekunden auf der Uhr. Tyler hat noch eine Flash in der Hand, schaut Richtung A-Spots. Dann steht man defensiv. Mit Dings hinterm Window-Eingang, Ether offensiv Palace. Und Tyler. Da dürfte eigentlich nicht rauslaufen. Dings. Oh, Tyler bringt es richtig gut. Und jetzt liegt's am Bosny. Hört die Snap, schnappt sich Tyler. Ah, sie droppen nicht runter, sie lassen sich immer noch Zeit. 20 Sekunden. Und Ether bleibt auf dem A-Spot. Oh, Pride scoped nicht, verrät sich also erst sehr, sehr spät. Evo mit dem Blick in Richtung Spot, da links der Weg geschaut. 10 AP und ein 1 gegen 2 für Ether. Bomb has been planted. Aber keine Chance. Keine Möglichkeit. AWP einfach zu stark. Und erneuter 9-9 Ausgleich. Pistol Eco bei Boss Gaming. Doppel 5-7, Doppel Deagle, Triple Deagle. Drama Kevlar, eine Smoke, eine Nate in der Hand. Also, Equipment technisch deutlich weniger als Catrox in der Hand. Und die, ha, geh direkt mal auf den 4-Mann-Aufbau Richtung B-Spot. Natürlich checken Apps, checken unten Underpass. Boss nur im Sprung, aufspringen.
auf Info, es gibt eine erste und eine zweite Smoke rein. Ah, erste Smoke noch nicht. Ich dachte, jetzt eine Flash hinter der Marathon aufbauen, weil frisch ein Rotation kommt. Na, sie droppen runter. Boss wird jetzt gleich. Low Distance, Aimer, Hacker auf 3 AP, 19 AP. Molotov Richtung Window, Richtung Tür, sie kommen nicht raus. Alle drei Deagle sind noch am Leben. Dings, Peter, Freakmaster, hinten die AWP, Pride, aimt gut ab, piekt nochmal nach Richtung Kitchener. Aber keine Möglichkeit. Guckt man offensiv rein. Oh, Hackoff raus, Tyler raus, vielleicht ein bisschen zu greedy. Am Ende war es das aber. Keine Chance für Ete, da noch irgendetwas mitzunehmen. Nächste Warner steht an, die sie jetzt wieder gewinnen müssen. Ansonsten sieht es halt gar nicht aus. Evo, Mitte, wieder die Überzahl rausgespielt. Ziehen sich da zurück. Bomben mitgenommen. Eine Richtung B, eine Richtung Mitte, eine Richtung A-Spot. Also alle Möglichkeiten offen für Cadrons. Und T mit einem schönen Timing Richtung Connector. Und die Frage, schafft es Pride Richtung B vielleicht noch einzig gegen Boston zu ziehen? Ete wieder offensiv Palace. Monty im Connector. Und wenn sie unten, na, mit Hackoff. Und Emma erstmal nicht wirklich viele Steps machen. Da könnten sie einen Überraschungseffekt haben. Na, Hackoff, Aimer, 38 Sekunden. Von Richtung Jungle, Connector, CT Spawn. Bombe offensiv geplantet. Ah, Ete hofft auf den Freischussfeld, bekommt er auch. Und Hackoff muss delivern. Hört die Steps im Connector, im CT Spawn. Schaut aus dem Jungle raus, Hackoff. Bombe liegt für ihn. Vor dem Connector stehen, Monty ist raus, hat immer noch Smoke, Molotov, Doppelflash, schiebt Richtung Window. Ah, wird bereits defused, Molotov kommt in Richtung Diffuser, da verbrennt Bosny. Und Ete, er hat kein Kit in der Hand. Er war ein Schritt am Connector, schießt 3, jetzt Kit auf, pusht ihn, aber keine Chance. Hackoff, solides 1 gegen 3. Wunderschön ausgespielt. Und die nächste Pistoleco, Triple Deagle, 5-7, P250. Diesmal 4-Mann A-Stack. Oh, Aimer, Tyler müssen aufpassen. Mac-10 Close Distance, reicht für einen, für zwei. Unten der zweite Motor gespottet. Bosny, Blind und Dings im Palace. Allein gelassen worden. Ah, vielleicht zwei Trades. Cool. Gibt den ersten Deagle-Headshot. Na, Bombe trotzdem auf dem A-Spot geplantet. Flash rein, Molotov rein. Und Tyler, schießt mal ein bisschen durch die Smoke durch, Dings, verrät sich nicht, stellt sich oben. Mal so ein bisschen aufs Sofa. Ja, trotzdem die Steps. Kommt da jetzt raus. Tyler lädt nach. Trotzdem wartet Evo schon hinten in der Ecke. Oh, Dings mit dem dritten Headshot. Granate ist gut, 2 AP und das sollte es eigentlich gewesen sein. Man kann vielleicht mal die AK durchbringen. Aber da dürfte Pride schon close stehen. Und Dings kommt da nicht weg. Na, oben drauf. Modus, Dings zum vierten und Hackoff. Tja, der geht weg. Denn noch mehr feeden darf man Dings jetzt hier auch nicht. Ich meine, er bekommt der Deagle ein AK-Upgrade. Und schnappt sich einfach mal noch 4 Frags.
Töne Granaten raus, schon in Richtung Spot. Einfach durch. Oh, Pride, schön im Connector, muss nur aufpassen. Wiederhergestellt, Pride, Hackoff. Einer runter auf 19, genauso wie 18 bei Dings. Jetzt wird eingelassen von dem CT Spawn. Nur so raus, keine Chance. Wieder Hackoff. Raus. Rampe, Palace durch. Ich habe den ersten Entry. Frickmas hat eine Scout. Oh, gibt da zwei Anschüsse, den dritten auch noch. Und das wird teuer für Catrox. Direkt mal drei Mann verloren. Aimer runter auf 60, Hackoff auf 30. Schaut in Richtung City Steps. Oh, schnappt sich jetzt Boss Nü. Aber immer noch Frickmas daneben. Oh, die geht los. Aimer ist bekannt. Aus der steht Aimer, oh, läuft er durch die Smoke, durch eine Bombe in der Hand, 70 Sekunden, also kann noch ganz in Richtung B schieben. Dings schieben beide Richtung B-Spot. Oh, Aimer. Stark gemacht. Kann einfach planten. Einfach die Bombe legen. Geld mitnehmen. Schon mal ein bisschen Sicherheit für Catrox. Und jetzt das Ganze einfach sicher runterspielen. Klar. Freakmaster mit dem AWP-Upgrade. Dings mit der AK in der Hand. Beide über Connector, über Jungle. Das morgen die Bombe einmal ab. Aimer zum ersten. Aber immer links. Oh, aber Aimer den Doppelkill, das gibt's doch nicht. Wie kann denn Catrox jeden einzelnen Klatsch gewinnen? Und wieder ganz nah dran an der sicheren Overtime. Boss Gaming, sie haben jetzt mal die Bar Round, ne? Doppel AWP plus 3 Rifles. Also eigentlich gute Voraussetzungen. Natürlich dazu, dass die Economy für Catrox sehr, sehr gering ist. Boss Nü, defensiv on so mit der AUG. Laufen sie einfach raus, ohne Spots zu checken. Aimer ist weg. Boss Nü. Im zweiten Gesicht, dritten Gesicht. Hat Zeit. Jawohl, Evo ist raus. Hackhaus, Sprite, Tyler. Immer noch Boss Nü in der Smoke drin. Oh, es hat oben nicht die Maps. Hackoff, sie versuchen vergeblich zu traden. Es ist hinten auf kurz. Monty. Tyler. Tyler hat Zeit. Tyler hat so unendlich viel Zeit. Sneakt sich Richtung Kitchen. Oh, und den ersten, den zweiten. Oh, super Timing. Und Ete verschießt. Hätte haben müssen. Hätte sowas von sicher haben müssen, Ete. Hackoff, Tyler, Molotov raus, Flash raus, Ete verbrennt, brennt runter auf 50, wir wissen, dass er close steht, Tyler mit dem Triple Kill. Und da sehen Sie die erneute sichere Overtime für Catrox. Sechs Matchpoints, um ins Finale einzuziehen. Boss Gaming mit Defiziten. Ganz wenig Granaten, eine MP9 für Ether und gerade mal so zwei Diffuse Kits.
Ether, close on the spot mit der MP19 im ersten Vorteil. Muss aufpassen, Alice mit dem Tyler. Pride, Doppelkill. Übers herausgespielt. Monty an den Stairs, Freakmaster hinten. Der schon mal auf Top sitzt. Und instant geht's ins Gesicht. 2-0 Cat Rocks.